starten diesen Abend mit einem Film, der vor 100 Jahren und 4 Tagen hier in Wien gedreht worden ist und vor 99 Jahren und 355 Tagen vor 100 Jahren und 6 Tagen in Innsbruck gezeigt worden ist. Gerade einen Moment. Wir haben diesen Film etwas in leichter Zeitlupe gezeigt, um einfach noch einen genaueren Blick drauf werfen zu können. Damit erst einmal danke an die Sibylle, dass wir dieses Buch heute hier präsentieren können. Kurz als Einleitung zur folgenden Lesung. Sie hören jetzt 20, 25 Minuten Lesung aus diesem Buch. Das Buch funktioniert folgendermaßen: Wir haben eine linke und eine rechte Seite. Im Zentrum stehen Zitate aus dem Allgemeinen Tiroler Anzeiger. Der Allgemeine Tiroler Anzeiger war das politische Organ der damals ganz jungen Volkspartei, sprich der christlich-sozialen Partei in Tirol, die erst im Oktober 1918 entstanden ist, war praktisch das Organ einer Partei, die, wie Sie vielleicht wissen, wenn man also von 100 Jahren Republik spricht, dann kann man in Tirol auch von 100 Jahren Herrschaft der
Tiroler Volkspartei sprechen. Diese Zeitungsmeldungen, Inserate, unter anderem auch das Kinoprogramm vom 17. November 1918 in Innsbruck, wo dieser Film schon gezeigt worden ist, die werden dann in kommentierenden Texten erläutert. Es gibt Kontext dazu und in der Lesung orientieren Sie sich bitte an den Zitaten aus dem Anzeiger. Das war also unser Material für dieses Buch. Es kommen natürlich auch Zitate aus anderen österreichischen Tageszeitungen vor, um diese Zitate in einen Zusammenhang zu stellen. Aber im Zentrum steht dieser allgemeine Tiroler Anzeiger. Das Buch wird dann noch ergänzt mit kurzen wissenschaftlichen Texten. Es geht um die Frage, was war Arrest, was war Kerker, wie lange hat es den Kerker bis in die Zweite Republik gegeben. Und damit übergebe ich das Wort an die beiden Lesenden. Danke. November. Alte Zähne, auch gebrochen, kaufe per Stück 1 bis 6 Kronen. Gebisse Gold bis 300 Kronen. Postsendungen werden prompt erledigt. Erste Zahneinkaufsstelle, Politzer, Wien 1, Seilergasse Nummer 8. 9. November. Stadttheater Innsbruck. Heute abends, 7 Uhr, die Operette Polenblut. Morgen nachmittags die Operette Der fidele Bauer. Abends Polenblut. Für Dienstag bereitet die Leitung eine Aufführung von Schillers Trauerspiel mit Chören Die Braut von Messina vor. Dazu schreibt Karl Kraus in der Fackel unter dem Titel Sturmtrupps. 30 neue Wiener Operetten. Die Wiener Operette bereitet für die kommende Saison eine heftige Offensive vor. Ein Operettenstatistiker teilt mit, dass für die neue Spielzeit nicht weniger als 30 neue Operetten drohen. Wie in den letzten Jahren werden Fall und Leha, Karlmann und Strauß, Nettball und Eisler als Sturmtruppen vorgeschickt. 9. November. Die Grippe-Todesfälle in Innsbruck. In der Woche vom 27. Oktober bis 3. November starben an Grippe 86 Militär und nur 17 Zivilpersonen. Außerdem wurden bis jetzt 74 Leichen von Soldaten, welche auf der Brennerbahnstrecke nächst Innsbruck durch Sturz von den Dächern und so weiter verunglückten, nach hierher gebracht und hier beerdigt. Bestens vertraut war das Zeitungspublikum Ende 1918 mit dem Massentod durch Grippe. Diese Pandemie, die weltweit 50 bis 100 Millionen Menschen tötete, ist noch heute als spanische Grippe bekannt. Die Soldaten, die bis Anfang November 1918 noch nicht den 1A-Heldentod für das Haus Österreich gestorben waren, mussten und wollten möglichst rasch die Fronten und vor allem diese Casa d'Austria verlassen. So sollten in den ersten Novembertagen Zehntausende Soldaten der ehemaligen K&K-Armee von der Südfront über den Brenner nach Osten evakuiert werden, hauptsächlich Ungarn und Tschechoslowaken, die per Bahntransport über den Brenner in die Heimat instradiert wurden. Insgesamt mindestens 100.000 Mann. Ein Augenzeuge kam am 7. November gegen 1 Uhr nachts in Hall bei Innsbruck an. Jetzt habe ich Zeit, mir das Leben und Treiben einer in Auflösung zurückgehenden Truppe anzusehen. Zug um Zug mit den bekannten österreichischen, wie große Möbelwagen aussehenden Waggons, kommt vom Brenner, voll besetzt. Auf den Dächern und Puffern sitzt alles dick, Mann an Mann. Alle streben nach Norden. Dass dabei Unglücksfälle vorkommen, ist begreiflich. So liegen viele Tote in und vor den Tunnels. Die auf den Dächern befindlichen Leute haben natürlich bei Nacht das Durchfahren eines Tunnels nicht bemerkt und wurden herabgestreift.
Andere wurden durch Kohlengase betäubt und lassen los. Sie erhascht das gleiche Schicksal. 22. November. Die Reste der alten Monarchie. Vorgestern nachmittags wurde von der nördlichen Kuppel des Hofburggebäudes der dort angebracht gewesene große Doppeladler entfernt. Nach nicht einmal 3 Wochen Republik mahnt die vor Adelberger Wacht am 3. Dezember ungeduldig. Dornbirn, entfernt die Doppeladler. Deutsch-Österreich ist Republik geworden. Die KK-Regierung ist gestürzt, der Monarch entthront. Alles bekennt sich, zumindest äußerlich, zur Republik. Und trotzdem prangen heute noch die Doppeladler an vielen Gebäuden der Stadt. Kann man sich von den Wahrzeichen des alten Staates, der Reaktion, wirklich nicht trennen? Oder will man das Volk damit an das Raubsystem des zusammengebrochenen Habsburgerreichs erinnern? Wahrlich, einer Erinnerung durch den Anblick solcher Raubvögel bedarf es nicht. Nur der Anzeiger kann sich noch am 10. Dezember nicht mit den neuen Verhältnissen, die auf der Demontage des Alten beruhen, anfreunden. Das Allerwichtigste, diese Republik liegt ja noch in der Wiege. Darum kann man auch manche Kinderei verzeihen. Jedoch wirklich ärgern möchte man sich über die Abnahme des Doppeladlers an manchem staatlichen Gebäude, zum Beispiel von der Hofburg. Kennen denn die Herren vom Nationalrat, die das angeordnet haben, gar kein Gefühl für Kunst und Geschichte? Warum soll der künstlerische Doppeladler nicht droben bleiben und den Enkeln als historisches Zeichen verkünden, wer den herrlichen Bau der Hofburg geschaffen? Warum ihn herunternehmen und ihn möglicherweise in die Sammlung eines jüdischen Kriegswucherers schaffen? Einmal mehr ist es Alfred Polgar, der angesichts der Vorgänge in Wien im Dezember 1918 tief in die österreichische Seele schaut. Allenthalben verschwindet nun aus dem Bild der Stadt das K. Und das K und K. Die Hoflieferanten verkleben mit schamvollem Papier ihre sonst in Goldlettern prunkende Würde. Und wie ins Herz geschossen, stürzen die bronzenen, hölzernen, gipsenen Doppeladler von Hausfassaden und Firmenschilder pflasterwärts oder verstecken sich hinter Tuchkapuzen. Welch ein Massensterben unter dem königlichen Geflügel, das in Klauen die gekräuselten Spruchbänder hält, mit der Inschrift unteilbar und untrennbar. Heute gilt, gar kein Vogel in der Hand ist noch immer besser als ein Doppeladler auf dem Dach. Bei Kriegsausbruch fielen im ersten Schreck die französischen Texte von den Geschäftslokalen in Wien, die Maison und die Mode erob und dergleichen. Dann wurde das Englische fortgekratzt, die Tailors und Outfitters, die English Spoken und English Songs. Es kam auch der Tag, an dem die italienischen Geschäfte sich schleunigst in Posadas Españolas verwandelten. Und jetzt, als Schlusseffekt, wird, soweit nur möglich, das Österreichische gestrichen, abgekratzt, überklebt. So sind wir auf dem Wege der Verneinung kosmopolitisch geworden. 11. November. Lebende Frösche werden zu hohen Preisen gekauft. Schöpfstraße 41, Parterre links. Die österreichische Illustrierte Zeitung schreibt über die Froschzucht der Wiener Großfroschhändlerin Katharina Muck. Bei der heutigen Fleischnot wäre es gar nicht so unangebracht, wenn man die alte Mode wieder einsetzte und Froschkeulen und Weinbergschnecken in Massen, freilich nicht zu Delikatessenpreisen, auf den Markt brächte. Es haben ja schon manche, weit nicht so praktische Moden, ihre Auferstehung gefeiert. 21. November. Forderungen der Linzer Mittelschüler. Schüler der oberen Jahrgänge
des Linzer Gymnasiums, der Realschule, der Handelsakademie und der staatlichen Lehrerbildungsanstalt veranstalteten am 19. desselben eine Versammlung, um dem Zuge der Zeit folgend eine Reihe von Forderungen aufzustellen. Sie verlangten unter anderem die Aufhebung des Unterrichts in der griechischen Sprache und Einführung freier Redeübungen, die Einschränkung des Religionsunterrichtes und der religiösen Übungen. Einige Redner forderten, dass bei Verhängung von Disziplinarstrafen auch Vertreter der Schüler beigezogen werden. Die Mitschüler wollen ihre Wünsche in einem Memorandum den Direktionen übermitteln. Auch ein Zeichen der Zeit. Dass alles ganz schnell ganz anders kam, hat bereits 1919 Anton Kuh in seiner Analyse des neuen republikanischen Lesebuchs festgehalten. Das neue Lesebuch ist nicht so radikal. Der Hände auf die Bankgeist übersiedelte auch in die republikanische Erziehung. Und jede Seite ruft dem Knaben zu, sei folgsam, grüße deinen Lehrer, halte die Backe hin, geh paarweise, spiel mit den Blümelein, horch auf die Vögelein, freu dich auf den Hirsebrei. Aber solange das Lesebuch mit diesem alten, unvorstellbaren Hirsebrei von Muckerei und Putzigkeit kocht, werden die Republikanerbuben doch immer nur brave Österreicher bleiben. 16. November. Triumphkino. Spielplan Sonntag, den 17. bis einschließlich Mittwoch, den 20. November. Die Ausrufung der Republik in Wien. Bademäuschen. Lustspiel in drei Akten. Der lachende Tod. 10. Erlebnis des berühmten Rat Anheim. Drama in 4 Akten. Hauptdarsteller William Kahn und Karl Auen. Beginn der Vorstellungen um 3, 5 und 7 Uhr. Ende 9 Uhr abends. Programmänderungen vorbehalten. Sämtliche Stücke sind von der Statthalterei zensuriert. 22. November. Abbau der Preise. Man schreibt uns, die Kartoffelbezieher der Bezirke 1 bis 3 waren heute nicht wenig überrascht, als ihnen nunmehr für das Kilo Kartoffeln eine Krone, sage und schreibe eine Krone, in der Markthalle abverlangt wurde. Das Rindfleisch, durchaus nicht 1A Qualität, ist mit 7 Kronen, bisher 6 Kronen, in der Fleischbank zu bezahlen. Das alles trotz Kriegsende, Nationalrat, Volksrat, Arbeiter- und Soldatenrat, Wohlfahrtsausschuss. Wo soll das hinaus? Haben wir vielleicht schon eine neue Zentralenwirtschaft? Ein Kochrezept. Da wir gegenwärtig wenig Brot haben, empfehlen wir unseren Hausfrauen folgendes Kochrezept, das als Ersatz für Brot sehr gut ist. Man verdünne die Marmelade ziemlich stark mit Wasser, setze sie aufs Feuer, rühre dann Maismehl ein, bis sich alles von der Pfanne löst, lasse es kurz kochen, und alles wird dann in eine Kasserole gegeben, in welchem dann das Gericht im Bratrohr gebacken wird. Dazu braucht es kein Fett, keinen Zucker, kein Ei und ist sehr schmackhaft. 12. November. Heute allgemeine Arbeitsruhe. Zur Feier der Ausrufung Deutsch-Österreichs als Republik wird heute eine allgemeine Arbeitsruhe eintreten, um die Solidarität zu bekunden. Auch auf den Eisenbahnen, im Post-, Telegrafen- und Telefonverkehre soll ein dreistündiger Sympathiestreik stattfinden. Die Wiener Straßenbahn wird zwischen 3 und 6 Uhr auf sämtlichen Linien den Verkehr einstellen. Der Betrieb der Zeitungen soll zufolge einer getroffenen Vereinbarung keine Einstellung erfahren. 23. November. Der 8-stündige Arbeitstag. Der Staatssekretär für soziale Fürsorge brachte ein Gesetz über die Einführung des 8-stündigen Arbeitstages in fabriksmäßig betriebenen Gewerbeunternehmungen ein, das im Wesentlichen Folgendes bestimmt. Vom Beginne der Wirksamkeit des Gesetzes
bis zum Friedensschluss darf in fabriksmäßigen Betrieben die Arbeitszeit eines gewerblichen Hilfsarbeiters ohne Einrechnung der Pausen nicht mehr als 8 Stunden innerhalb 24 Stunden betragen. Eine Verlängerung ist nur zur Behebung von Betriebsstörungen gestattet. Die Vorschrift des 8-Stunden-Tages gilt nicht, wenn durch einen Kollektivvertrag mit der Arbeiterorganisation eine 48-stündige Arbeitswoche eingeführt wurde. Zur Befriedigung des erhöhten Arbeitsbedürfnisses kann von der Gewerbebehörde höchstens für 3 Wochen eine Erhöhung bis zu 10 Stunden bewilligt werden. Überstunden sind um mindestens 50% höher zu entlohnen. Das Diskursfeld Arbeit war auch am 1. Jahrestag der Republiksgründung wieder ein Motiv der Auseinandersetzung. So berichtet am 22. November 1919 das sozialdemokratische Grazer Blatt Arbeiterwille. Der Gedenktag der Ausrufung der Republik wurde auch in der hiesigen Gegend vielfach durch Arbeitsruhe gefeiert, was bei vielen Landwirten einen Sturm der Entrüstung hervorrief. In diesem Groll dachten sie an alle möglichen Mittel, um die Dienstboten und die Arbeiter zu schikanieren. So kam es in Stegsdorf zu heftigen Auftritten zwischen den Dienstboten und den Bauern, da letztere als Strafe für die Arbeitsruhe den Dienstboten das übliche Stückchen Jausenbrot am Nachmittage verweigerten. Man ging hierbei so weit, dass man Arbeiter, weil sie an diesem gesetzlichen Feiertag nicht arbeiteten, sogar entließ. Der christlich-soziale Anzeiger hält wiederum am 19. August 1920 mit dem wetterharten, bäuerlichen Ehrenstand dagegen. Im sommerstillen, grünen Tannheimer Tale sieht man nur arbeitende Menschen. Stumm schreiten sie dahin, Bauer, Knecht, Bäuerin, Magd, auf feuchtem Riedgras, in die Dämmerung, in die Nebel des Morgens, eines denkend: zur Arbeit bin ich geboren, zu Ruhe und Friede verpflichtet. Beim Bauern werden die Arbeitsstunden nicht gezählt. Der rote Arbeiter will höchstens 8 Stunden arbeiten und mindestens 16 Stunden rasten. Dem ganzen politischen Wehgeschrei schenkt man hierorts wenig Gehör. Die Judensozi sollen schreien und drohen, was sie wollen. Wir bleiben wetterhart, wie unsere Tannen. 18. November. Die Frauenbewegung in Innsbruck. Am 18. desselben fand beim Grauen Bären eine von Innsbrucker Frauen aus allen Bevölkerungskreisen zahlreich besuchte gemeinsame Vorbereitung in der Frage des Wahlrechts und der weiblichen Vertretung in der Staats-, Landes- und Gemeindeverwaltung statt. Die vielfachen Aufgaben, welche der Frauen im neuen Staate warten, sollen dieselben vorbereitet finden. Die Beratungen werden fortgesetzt. 21. November 1918. Die gelbe Gefahr von Dr. Richard Steidle. Ich meine nicht die gelbe Gefahr, die vom fernen Osten droht und die unsere Feinde im Weltkrieg über ihrem nächsten Ziel, die Mittelmächte zu erschlagen, außer Acht gelassen und sich in ihr vielleicht die Route selbst gebunden haben, die einst geschichtliche Vergeltung am westeuropäischen und amerikanischen Imperialismus üben wird. Das sind Dinge, die für uns Geschlagene, die andere näherliegende Sorgen drücken, vorläufig nicht greifbare Gestalt annehmen dürften. Uns droht eine andere gelbe Gefahr, deren Ursprung im Nahen Osten liegt und uns gerade jetzt, da wir daran sind, aus den Trümmern der von Blut und Jammer triefenden Vergangenheit eine, wenn auch sehr bescheidene, so doch freiere Zukunft aufzubauen, in eine neue Knechtschaft stürzen will, die härter zu ertragen wäre als die Last selbstherrlichen Potentatentums
und albernen Soldatendünkels. Dieser Gefahr rechtzeitig zu begegnen, muss eine unserer ersten Sorgen in den Tagen der neuen Ordnung sein, wenn wir nicht wollen, dass die Freiheitsmütze, die wir uns aufgesetzt, mit dem hässlichen gelben Fleck semitischer Zwingherrschaft verunziert werde. Noch immer haben es die Juden meisterhaft verstanden, aus den Freiheitsregungen der europäischen Völker für sich den Hauptgewinn zu schlagen, um sich im günstigen Augenblick hier an die Spitze demokratischer Bewegungen zu stellen. Auch heute wiederholt sich dieses widerwärtige Schauspiel. Im Deutschen Reiche ebenso wie innerhalb der Grenzen unseres werdenden deutsch-österreichischen Vaterlandes. Und wenn sogar das stammverwandte Bayern die beispiellose Schmach erdulden musste, von einem aus Berlin gekommenen Juden regiert zu werden, so war nach den bisherigen Erfahrungen mit Sicherheit zu rechnen, dass aus dem unrettbar verseuchten Wiener Boden Staatsmänner von reinster orientalischer Prägung sich an die Regierungstische drängen würden. Keine politische Partei, die in ihr Glaubensbekenntnis den Schutz des angestammten deutschen Volkstums aufgenommen und sich die Pflege wahrhaft völkischen Gedankens zum Ziel gesetzt hat, darf in diesen Tagen gähnender Neugestaltung an der Judenfrage ohne grundsätzliche Stellungnahme vorübergehen. Ich will nicht missverstanden werden. Mir ist es nicht um Schaffung einer Pogromstimmung oder um Vergewaltigung einer Klasse von Bürgern unseres neuen Staates mit ethisch unerlaubten Mitteln zu tun. Aber für unser Volkstum droht äußerste Gefahr, der wir rechtzeitig begegnen müssen. Und in dieser Zeit des allgemeinen Reinemachens ziemt es sich, vor allem schonungslos aufrichtig zu sein. Tatsache ist, dass gegenwärtig unser Volk zum guten Teil wirtschaftlich und geistig der Herrschaft des Judentums verfallen ist. Die Lasten eines mehr als vierjährigen Kriegselends haben unseren deutschen Mittelstand zugrunde gerichtet. Der Aufbau und die Erneuerung des gesamten öffentlichen Lebens auf den Grundsätzen wahrhaft demokratischen Denkens kann nur dann erfolgen, wenn wir der rassenfremden Art zu denken und zu handeln endgültig den Abschied geben und das Volk zu einer neuen und besseren Art des Patriotismus erziehen, der sich nicht in byzantinischer Kriecherei und geistloser Hingabe einer künstlich frisierten Geschichtsbetrachtung erschöpft, sondern dessen Ideal die heiße Liebe zur heimatlichen Scholle und zum angestammten Volkstum ist. Eine solche geistige Erneuerung, an der die Tagespresse ebenso wie Schule, Haus und heimische Dichtkunst mitzuwirken haben, wird all die maßlosen Opfer an Gut und Blut, die unserem Volke beschieden waren, als nicht umsonst gebracht erscheinen lassen und uns aus den geistigen Fesseln östlicher, allzu östlicher Denkart und Moral befreien. 16. November. Gegen die vielen Juden in den neuen Staatsländern. Abgeordneter Wolf gegen den Juden Hartmann als Berliner Gesandten. Wien. Gestern kam im Staatsrat die geplante Entsendung des Juden Dr. Ludo Hartmann als Gesandten Deutsch-Österreichs nach Berlin zur Sprache. Es erhob sich dagegen ernster Widerstand. Abgeordneter Wolf erklärte, es sei eine sehr peinliche Erscheinung, dass die sozialdemokratischen Vertreter im Staatsrat auffallend viele Juden in Staatsämter entsenden. Das mache böses Blut. Er müsse doch fragen, ob man für den geeignetsten Vertreter Deutsch-Österreichs in Deutschland nur einen Juden hält. Dr. Renner erklärte, er müsse es zurückweisen, dass solche Momente in die Debatte gezogen werden. In der Staatsverwaltung dürfe es keinen Antisemitismus geben. Abgeordneter Wolf,
der hierauf antwortete, verwies darauf, dass die nationalgesinnten Juden selbst das Bestreben haben, sich selbstständig zu machen. Und wenn sie schon nicht für sich selbst einen Staat bilden können, so ist es gerecht, dass die Juden nach ihren perzentuellen Verhältnissen an den Staatsämtern teilnehmen. Was aber jetzt geschieht, das gehe schon weit darüber hinaus. Er warne die Sozialdemokratische Partei in ihrem eigensten Interesse, damit fortzufahren. Die Ausführungen des Sprechers fanden lebhafteste Zustimmung. Ludo Hartmann dürfte nicht als Gesandter nach Berlin geschickt werden. Die Abgeordneten stammen aus allen Berufen und Gesellschaftsschichten. Unter ihnen finden sich Fürsten, Grafen, Barone, Priester, Bauern, Handwerker, Arbeiter, Rechtsanwälte, Richter, Ärzte, Professoren, Kaufleute, Bankiers und Krämer. Allesamt fromme Männer, ernsthaft, rechtschaffen und pflichtgetreu. Und alle hassen sie die Juden. Rund 20 Jahre, nachdem Mark Twain in seinen Reportagen aus Wien den kleinsten gemeinsamen Nenner im KK-Reichsrat benannt hatte, waren zwar die Fürsten, Grafen und Barone aus dem Parlament verschwunden. Der Antisemitismus aber hatte es unbeschadet in die neue Zeit geschafft. Ja, der Ordnung halber die beiden Herausgeber, Ivana Jelcic und Matthias Breit. Was ich mir gedacht habe beim Lesen des Buchs und jetzt beim Zuhören, dass da doch sehr hart zwei Tendenzen aufeinandertreffen im November 1918. Das eine ist eine, die ich als offensiv bezeichnen würde, und das andere, die ich als defensiv bezeichnen würde. Mit offensiv meinte ich zum Beispiel für mich der sensationellste Text waren die Forderungen der Schüler. Also das finde ich wirklich unglaublich. Der Anzeiger, der Tiroler Anzeiger, stellt das natürlich unter Anführungszeichen, den Begriff Forderungen und hält das für unglaublich, wenn nicht infam. Aber dass das im November 1918 passiert ist, das finde ich ganz unglaublich. In dieselbe Kategorie fallen die in dem Fall naheliegenden Forderungen der Frauen, die ja an der Heimatfront im Krieg die wesentliche Arbeit geleistet haben und jetzt bedroht sind, wiederum aus dem Arbeitsprozess hinauszufliegen und wiederum nach Haus geschickt zu werden. Gleichzeitig aber kriegen sie das Wahlrecht. Das war nicht länger zu verhindern. Und als drittes würde ich in dem Zusammenhang, es gibt natürlich noch mehr, den 8-Stunden-Tag, der für uns interessant klingt aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen der Republik, und mit Überstunden dazu, wobei
Das ist in einem der Kommentare drinnen, die ich gesehen habe, Sie zu Recht darauf hinweisen, dass die Sozialgesetzgebung von 1919 und 20 in Wirklichkeit im Großen und Ganzen die Städte, also das Proletariat und die Industriebereiche erreicht hat, nicht aber den ländlichen Raum. Da hat sich in der Ersten Republik im Großen und Ganzen ziemlich wenig geändert. Ja, ich weiß nicht, ob sich wer von Ihnen näher damit befasst hat, aber ja, es ist tatsächlich so, dass die Sozialreformen der Jahre 1918 bis 21 an den Lohnarbeitern in der Landwirtschaft weitgehend vorübergegangen sind. Und deshalb macht das Thema für uns, die wir ja eine Tiroler Perspektive eingenommen haben in dem Buch, auch interessant, weil der Allgemeine Tiroler Anzeiger als politisches, publizistisches Sprachrohr der christlich-sozialen ja fungiert hat. Und wenn man bedenkt, dass die Vertreter des Bauernbunds eine der mächtigsten Gruppierungen waren, innerhalb der christlich-sozialen Partei war es auch relativ klar, auf wessen Seite der Anzeiger gestanden ist, wenn es um die Arbeiterrechte gegangen ist. Das war natürlich ein Problem, wie mit dem umzugehen sein, mit dem sich übrigens auch die Sozialdemokratie nicht leicht getan hat mit dieser Frage. Und das ist eine Bruchlinie, die man sozusagen ausmachen kann zwischen den Städten und der ländlichen Bevölkerung, wenn es um die Frage der Arbeiterrechte gegangen ist. Wir haben ja auch einen Ausschnitt gehört aus einem Artikel, in dem im Tiroler Anzeiger eine Art Hohelied auf die zur Arbeit geborenen Knechte und Mägde gesungen wird, während der rote Arbeiter in Wien eben nur 8 Stunden am Tag arbeiten will. Ja, wobei das spezielle Unglück der Knechte und Mägde gewesen ist, dass ihre Vertretung die christlich-soziale Partei gewesen ist, unter dem Prätext, wir vertreten die christliche Landbevölkerung, und dass die auf Seite der Bauern und nicht auf Seite der Knechte und Mägde gestanden sind, ist völlig klar. Für die Sozialdemokratie hat es der Lawrenz Genner versucht, verzweifelt, in den 20er Jahren bis in die 30er Jahre hinein, für die Sozialdemokratie in das ländliche Proletariat auf den Bauernhöfen zu mobilisieren, ist aber weitgehend dabei gescheitert. Das heißt, die Knechte und Mägde hatten de facto kaum eine Chance. Und es haben sich, also ich Erinnerungen eines Großbauern in der Hand gehabt, es haben sich bis in die 30er Jahre, man muss sagen, praktisch bis zur Nazizeit, die alten Strukturen, die hierarchischen Strukturen am Hof von der Saumarkt bis zum ersten Knecht, haben sich genauso gehalten, wie sie davor gewesen waren. Und zu Lichtmeß konnte man den Posten wechseln. Also alle diese, das hat sich alles gehalten. Ja. Betrifft dann auch die allgemeine Arbeitsruhe, die am 12. November 1918 ausgerufen wurde. Ja. Und man kann dann eben auch Artikel finden im Jahr darauf, als es eben wieder der erste Jahrestag der Republik gefeiert werden sollte mit einer allgemeinen Arbeitsruhe, berichten Zeitungen in der Steiermark davon, wie Lohnarbeiter in der Landwirtschaft, Knechte und Mägde, die eben diese Arbeitsruhe einhalten wollten, dann Schikanen ausgesetzt waren. Ja. Und keine Chance haben. Kernbauern, genau. Ja. Und es gibt ja ein historisches Beispiel aus diesen Tagen. Es wurde ja in diesem langen Leitartikel von Dr. Richard Schober, dessen Anlass die Revolution in München gewesen ist, Kurt Eisner, auf den er Bezug nimmt. Und Sie meinen jetzt den Steidle. Den Steidle, Entschuldigung. Den Steidle-Leitartikel. Und der Anlass war also die Revolution in München, die Ausrufung der Republik, des Freistaates Bayern unter Kurt Eisner. Und in Bayern ist ja es gelungen, dass sowohl die Soldaten
als auch die Arbeiterschaft, als auch Bauernvertreter gemeinsame revolutionäre Ziele vertreten haben. Das war also das abschreckende Beispiel natürlich auch für Tirol. Und in vielen Fragen, die, so wie Sie es eben erwähnt haben, bis 1938 die Erste Republik begleiten, die Grundlage für diese Probleme wurde ja unter anderem dadurch geschaffen, dass plötzlich 9 Bundesländer auftreten und man sehr viele Machtfragen dadurch gelöst hat, dass es zwar in Wien eine nationale Regierung gegeben hat, aber ungeheuer viele Kompetenzen an die lokalen Machtzentren, die Landesregierungen ausgelagert worden sind. Und das war sicher ein großer Hemmschuh, um also nationale Gesetzgebung letztendlich auch national durchsetzen zu können. Und das war unter anderem auch dann die Machtbasis der Tiroler Volkspartei, dass das Polemisieren gegen Wien natürlich ein stehender Begriff war in deren Auftreten und dass es, wenn man denkt zum Beispiel die Frage der Jagden, des Jagdrechts, dann letztendlich dann zu einer Ländersache gemacht wird, obwohl revolutionärste Diskussionen auch in Wien dazu stattfinden, anfänglich auch unter Beteiligung von christlich-sozialen Politikern. Wobei die Verfassungsfrage, also im Oktober 20 ist dann die Verfassung verabschiedet worden, natürlich ein absoluter Machtkampf war, wobei die christlich-sozialen aus naheliegenden Gründen die Position vertreten haben, die Sie eben beschrieben haben, nämlich einen sehr ausgeprägten Föderalismus, weil das ihre Machtbasis gewesen ist. Es war ursprünglich nicht das Keynesianische Konzept. Und als Zweites muss man dazu sagen, weil Sie die Münchner Räteregierung angesprochen haben, ohne dass Österreich ganz kurzfristig in die Zange geraten wenn das nicht gewesen wäre, die Räterepublik in Bayern und die ungarische Räterepublik und dazu davor die bolschewistische Revolution in Russland, wenn das nicht gewesen wäre, wären die Sozialgesetze ja nie durchsetzbar gewesen, 1920, weil das Bürgertum tatsächlich eine panische Angst gehabt hat und weil es links und rechts neben Österreich passiert ist, ist es durchsetzbar gewesen. Noch was ist mir aufgefallen, der Steidle, der übrigens, das ist in Ihrem Buch auch drinnen, eine wirkliche Ironie der Geschichte, der ist letztlich von den Nazis umgebracht worden, in einem Konzentrationslager und war ein wütender Antisemit und Antidemokrat. Und Steidle spricht von, der gibt sich ja fortschrittlich. Und gibt sich ja auf Seiten der Republik stehend, nicht nostalgisch dem Gestern zugewandt, spricht von, habe ich mir aufgeschrieben, einem wahrhaft demokratischen Denken. Und in dem Moment, darauf musste man zumindest in der Ersten Republik auf jeden Fall achten, wenn wahr oder wahrhaft vorkommt, dann fängt das Lügen an, aber schon so. Das Seipel hat ja in seinem Kampf gegen die Sozialreformen von 1920 in erster Linie immer von der wahren Demokratie gesprochen, die durchgesetzt werden würde. Das heißt, in dem Moment, wo das Wort wahr kommt, ist aus. Auf der anderen Seite, und natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Sozialdemokratie, was sich dann durch die Erste Republik in eine ganz aggressive Weise zieht, sofort mit dem Antisemitismus verknüpft wird und als verjudete Sozialdemokratie, was im Text ja x-mal vorkommt drinnen. Also das, wo das Feindbild Rotes Wien nicht gereicht hat, war dann die Steigerungsstufe, waren dann die Wiener Sozi-Juden jetzt ja. Aus christlich-sozialer Tiroler Sicht, wenn man so will. Was aber dann schon auch noch bemerkenswert ist in der Zeit, ist die Probleme, die die Sozialdemokraten dann ja aber auch damit hatten, sich von einem
Antisemitismus abzugrenzen, wenn es um die Frage der Kriegsflüchtlinge gegangen ist. Mhm. Also die Kriegsflüchtlinge, jüdische Kriegsflüchtlinge aus Galizien und der Bukowina hauptsächlich, gegen die ist ja dann auch medial, also die sind ja medial dann auch zum Feindbild stilisiert worden, selbst in Tirol, wo ihre Zahl ja eigentlich gerade im Vergleich zu Wien verschwindend gering war. Aber das galt dann auch den Sozialdemokraten als schwierige Thematik und ein Kapitel, mit dem man nicht genau umzugehen wusste. Und es war ja dann Albert Sewer, niederösterreichischer Landeshauptmann, der einen Ausweisungserlass für jüdische Kriegsflüchtlinge durchsetzen wollte, was dann juristisch nicht standgehalten hat. Aber da sieht man auch, wie instrumentalisierter Antisemitismus dann auch geworden ist. Für Fragen wie die Schaffung eines Staatsbürgerschaftsgesetzes zum Beispiel, dessen erster Entwurf oder einer der ersten Entwürfe dann und dem Wunsch folgend, dass man eben die jüdischen Kriegsflüchtlinge nicht, denen nicht das Staatsbürgerschaftsgesetz verleiht, dann so entworfen wurde zunächst einmal, dass dann niemand deutsch-österreichischer Staatsbürger gewesen wäre. Ja. Wobei der Antisemitismus deswegen etwa in Tirol auch so funktionieren konnte, weil er in den 20er Jahren, dann auch noch in den 30er Jahren, mit dem Austrofaschismus lässt es dann nach, die sind da zurückhaltender, so unglaublich stark mit dem Christlichen verknüpft ist. Also als ein christliches Basissubstrat tritt der Antisemitismus aus. Jetzt frage, hatten Sie die Chance, dass die Sozialdemokratie in Tirol in dieser Phase der Neugestaltung je eine Chance gehabt haben könnte? Ja, also ich komme aus Absam, das ist 10 Kilometer von Innsbruck entfernt, und Absam ist insofern fällt aus der Rolle, es ist geprägt durch eine lange Bergbaugeschichte und im 19. Jahrhundert durch zwei Fabriken, eine Textilfabrik und eine Beinknopffabrik, sprich sehr frühe Arbeiterschaft, weibliche Arbeiterschaft. Es haben sehr viele Frauen in Absam gearbeitet, sind eingependelt, und wir haben heuer im Februar eine Veranstaltung gemacht zum Thema, das waren dann 99 Jahre, also 99 Jahre nach den ersten Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung war das ja damals. Und da fällt auf, dass also die sozialdemokratische Liste war die stimmenstärkste Liste in Absam. Die Christlich-Sozialen haben sich ja, sind als, mit zwei Listen angetreten. Als Volkspartei und als Christlich-Soziale. Und als Landbund hat es damals geheißen in Tirol. Also sie haben praktisch eine Taktik gewählt, um sowohl die doch eher in der Minderheit befindliche, rein bäuerliche Bevölkerung in den Städten rund um die Städte anzusprechen und dann auch das Bürgertum, für das ja auch der Allgemeine Tiroler Anzeiger bestimmt war. Die waren also auf zwei Namenslisten aufgeteilt, und die stimmenstärkste Liste war aber die sozialdemokratische Liste in Absam. Das muss jetzt nicht wahnsinnig viel heißen, aber Zweifel an einer politischen Richtung, die ja in Tirol durch die Konservativen bis 1918, bis zu dem Herbst 1918 repräsentiert waren, hat es gegeben. Und daher war ja so wichtig diese Gründung der Christlich-Sozialen Partei im Oktober 1918, diese Vereinigung der Konservativen und der im luegischen Sinn auftretenden Christlich-Sozialen, die ja dann auch ganz eine moderne Politik gemacht haben, unter anderem auch Medienpolitik mit diesem Allgemeinen Tiroler Anzeiger. Und bei den Wahlen in den Städten gibt es natürlich, es gibt dann Frauen im Tiroler Landtag, die auf SPÖ-Listen kandidiert haben. Wie schaut es denn in Innsbruck aus? In Innsbruck ist die Sozialdemokratie durch zwei ganz prominente Politiker immer wieder vertreten und hat auch bei den Wahlen, wie soll man sagen, beachtliche Ergebnisse erzielt. Allerdings in den Städten tritt dann das Phänomen auf, dass neben den Christlich-Sozialen die Deutsch-Freiheitlichen
sprich die Vorläufer der späteren NSDAP. Also die Großdeutschen. Die Großdeutschen massiv auftreten, das merkt man auch sozusagen auf dem Tageszeitungssektor, wo der Konkurrent des Allgemeinen Tiroler Anzeigers, die Innsbrucker Nachrichten, ich glaube von den Auflagen her, erfolgreicher waren. Während die Sozialdemokratische Volkszeitung sehr unbedeutend war, kann man sagen. Wobei man einfach dazu sagen muss, die Mehr der Schulpflicht unter Maria Theresia ist ja geradezu in Tirol bis ins 20. Jahrhundert hinein eine Mehr. Eine sozialdemokratische Abgeordnete hat das bezeichnet, Tirol ist immer eine Pferdelänge zurück gewesen in der Geschichte. Sprich, wir haben also noch in den 1920er Jahren natürlich das Phänomen zum Beispiel der Schwabenkinder, dass Bauernfamilien einen Teil ihrer Kinderschaft über die Grenze zum Arbeiten schicken müssen, über den Sommer, vom Frühjahr bis in den Herbst. Das ist also etwas, was nicht 1918 endet, das zieht sich noch bis in die 30er Jahre hinein praktisch. Also das Lesen war und der Unterricht, die Schulbildung war immer in Tirol also sozusagen eine besonders revolutionäre Forderung, wenn man aufgestellt hat, dass alle Menschen lesen und schreiben konnten, können sollen. Wobei die achtjährige Schulpflicht am Land auch in der Zwischenkriegszeit nicht wirklich gehalten hat, weil im bäuerlichen Bereich so ab 12, 13 Jahren, das ist aber bis in die 50er Jahre gegangen. Ja. Das ist bis in die 50er Jahre gegangen, dass die achtjährige Schulpflicht in den Volksschulen nicht wirklich durchgezogen worden ist. Also im Großen und Ganzen wurden die sogenannte siebte und achte Klasse wurden immer zusammengelegt, auch in größeren Schulen, weil da schon so wenig Schüler waren. Und was mir auch aufgefallen ist, die Roten Garden, die kommen vor, obwohl sie in Tirol nicht vorgekommen sind, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls, sie werden auch als Wiener Phänomen bezeichnet und auch verbunden mit den Namen Egon Erwin Kisch und Leo Rotziegel und von Haus aus, soweit ich das gesehen habe, nicht als kommunistisch, sondern in erster Linie als jüdisch definiert. Also auch das läuft, das heißt, der Klassenkampf läuft ganz stark über die antisemitische Schiene. Ja, also bei der Roten Garde, wir haben im Buch eine Titelseite des Allgemeinen Tiroler Anzeigers abgebildet. Ah ja, richtig. Und das dient sozusagen als Dokument dafür, welche ungeheure Macht dieser Roten Garde, die ja ganz in der Nähe, ich glaube, das Deutschmeisterdenkmal ist ja ums Hauseck hier ganz praktisch vor Ort 1918 gegründet worden ist und weiß nicht, wie weit Sie mit der Geschichte der Roten Garde vertraut sind. Der Korporal Haller, der also eine entscheidende Rolle bei der Gründung dieser Roten Garde gespielt hat, wurde, soweit es also historisch nachweisbar ist, innerhalb kürzester Zeit nach den revolutionären Ereignissen im November 1918 als aus Galizien kommender Soldat wiederum abgeschoben und praktisch aus dem Staatsgebiet Deutsch-Österreichs entfernt. Interessant ist, dass sich die Grundlage der Roten Garden, nämlich die Einrichtung von Soldatenräten und Arbeiterräten, dass sich das auch natürlich in Tirol abgespielt hat. Es waren ungeheuer viele Soldaten am Ende dieses Krieges in Tirol und durch Tirol unterwegs. Und es finden sich in den Zeitungsmeldungen eben zum Beispiel ein Arbeiterrat von dem Dorf, wo ich lebe, nächstgelegenen Stadt Hall in Tirol. Dort hat sich ein Soldatenrat gebildet und stellt die Forderung, dass dieser Soldatenrat in Zukunft im Gemeinderat beteiligt sein soll, wenn es darum geht, Lebensmittel zu verteilen. Also auch auf dieser ganz untersten Ebene findet sich etwas,
das hier in Wien dann zur Gründung dieser Roten Garde geführt hat. Bleiben wir bei den Lebensmitteln. Was sich durchzieht durch die Texte, ist diese unglaubliche Not. Sie bringen das auch in Inseraten. Da heißt es, in einem Wollschal zu kaufen gesucht. Oder die Rodelablieferung oder das Frauenhaar als Rohstoffersatz. Ich weiß, das ist noch gegen Ende des Ersten Weltkriegs, den sogenannten Taschentuchtag, den es gegeben hat während des Kriegs. Also das alles kumuliert dann in einer ganz besonderen Weise in dieser unglaublichen Not des Winters 1918-19, kombiniert mit der spanischen Grippe, die ja auch wesentlich in Ihrem Buch vorkommt. Und meine Frage ist jetzt, ich habe mich, meine Mutter, die damals ein Kind war, hat mir, die in Linz war, hat mir erzählt, schon von dem Unterschied zwischen Stadt und Land. Das heißt, ich weiß nicht, wie das in Tirol gewesen ist. Also die Städte, ich meine Wien voran, aber natürlich auch alle anderen für österreichische Verhältnisse größeren Städte, und da zählt ja dann auch Innsbruck dazu, die waren noch viel, viel ärmer dran, als es am Land gewesen ist, vor allem was den Hunger betrifft. Ich weiß nicht, ob das aus dem Tiroler Anzeiger irgendwie hervorgeht. Das geht aus einigen Artikeln im Tiroler Anzeiger auch hervor, auch was für eine Entsolidarisierung dann natürlich auch stattgefunden hat, weil die Landbevölkerung sich als Versorger auch noch der Stadtbevölkerung oder also gezwungen sah, auch noch die Stadtbevölkerung sozusagen durchfüttern zu müssen. Und bei den vielen Inseraten, die Sie angesprochen haben, da lässt sich nämlich, das war ja eines unserer Hauptinteressen, auch zu schauen, was sich aus den wenigen Zeilen eines Inserats, einer Kleinanzeige herauslesen lässt über auch die Situation der Bevölkerung, wenn es darum geht, dass ein Wollschal oder ein Wollmantel zum Tausch angeboten wird, aber wenn es auch darum geht, dass es ein Kaufgesuch gibt für lebende Frösche, wenn man sich das dann, wenn man dieser Spur folgt, wenn man so will, dann finden sich auch gleich einmal ganz viele amtstierärztliche Ratschläge zur Verfütterung von Froschleibern an Schweine, was wiederum dann zur Zwangswirtschaft führt, die während des Krieges ja bestanden hat. Also die staatliche Futtermittelzentrale mussten die herkömmlichen Futtermittel ja ganz einfach abgeliefert werden. Also das hat die Not natürlich befeuert, diese absolutistische Zwangswirtschaft. Mhm. Es ist ein Inserat drinnen, das war jetzt, glaube ich, nicht in der Lesung, dass dieses Stadt-Land-Problem in der Lebensmittelfrage für mich in einer besonderen Weise zum Ausdruck gebracht hat. Da bietet jemand im Tausch an eine Grammophonplatte mit patriotischen Liedern. Da wird auch aufgezählt, welche Lieder da alle drauf sind. Also das ist wirklich Vaterland pur und will dafür Kartoffel haben. Und das ist, also wobei die Schallplatten kommen sicher aus der Stadt, die Erdäpfel kommen vom Land. Also da ist mir das, weil der sich diese Schallplatte, die hat er sich, nehme ich an, wirklich vom Herzen gerissen. Klingt zumindest so nach dem Inhalt von der Platten, wo auch ausführlich beschrieben wird, was da alles Wundervolles drauf ist, aber Erdäpfel dafür. Und also das ist... Wobei dazu kommt, dass die Situation in Tirol ab dem Spätherbst 1918 geprägt ist durch das, was also in der Geschichtsschreibung als italienische Besetzung Tirols gilt. Es sind also durch den Waffenstillstand, durch die Kapitulation der Monarchie, hatten die Alliierten das Recht, das österreichische Staatsgebiet zu nutzen und waren ja auch herzlich willkommen als einer der Stabilitätsfaktoren. Und in dieser Situation trifft man auf das Phänomen, dass die wenigen und natürlich ökonomisch dominierenden Großbauern in Tirol
offenbar viel höhere Preise erzielen konnten bei der Belieferung der italienischen Truppen und auch Teile von, es waren auch englische Truppen in Tirol, sodass also wir überlegt haben, ob wir im Buch ein Kapitel der Bauer als Kollaborateur aufnehmen. Und es findet sich auch in der Berichterstattung des Tiroler Anzeigers, dass also aus der Sicht des städtischen Leserschaft dramatische Appelle an die Tiroler Bauernschaft erfolgen, doch die Städte mit Lebensmitteln zu beliefern. Es hat zwar noch diese Zwangsabgabe gegeben, das ist natürlich nur sehr lax gehandhabt worden. Es finden sich Spuren von Versuchen, bezirksweise Landwirte zu bestrafen, dass sie also die ihnen zustehenden bzw. die von ihnen zu leistenden Mengen nicht abliefern. Und so hat man natürlich auch diesen Hunger politisiert und man sieht, dass Hunger ja in den seltensten Fällen etwas ist, was man absolut setzen kann, sondern Hunger hat immer einen ökonomischen und politischen Kontext. Und so hatte auch dieser Hunger in diesen ersten Monaten der Ersten Republik einen ökonomischen und politischen Kontext und kulminiert ja dann in Hungerunruhen in Innsbruck zum Beispiel, wo die Menschen, vor allem Frauen, genau wissend, wo sich die großen Lebensmittelvorräte befinden, unter anderem auch heute noch sehr mächtige Klostermauern und Klostertüren eintreten, um an die dort gehorteten Lebensmittel heranzukommen. Wobei, man, wenn Sie es politisch oder parteipolitisch nehmen, dann kann man natürlich dazu sagen, mit dem Hunger wurden auch die Städte domestiziert. Ja. Ja. Also es war eben Hunger, das ist für den, der ihn hat, etwas Absolutes. Wenn man ihn betrachtet aus bürokratischer Sicht und als eben aus einer politischen Sicht, dann war das damals auch schon ein Instrument, um eine politische Stimmung aufzubereiten und eben Entsolidarisierung letztendlich auch voranzutreiben. Jetzt noch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist. Es gibt natürlich auch die, erstens, es gibt die Nostalgie, die dann auftaucht bei dem Runterreißen des Doppeladlers und so weiter, wo jemand vielleicht auch, sage ich jetzt als Historiker, nicht ganz zu Recht, nicht ganz zu Unrecht meines Erachtens darauf hinweist, den Doppeladler auf der Hofburg hätte man eigentlich auch lassen können. Ich verstehe aber, dass man ihn damals entfernen, wollte. Aber es gibt einen Aspekt, wo dann die konservativen Befürchtungen ganz besonders stark zum Ausdruck kommen, das ist der Faktor der Erziehung und das Faktor der Autorität, der überkommenen Autorität, was sich auch in der Dienstbotenordnung äußert. Die Dienstbotenordnung muss aufrechterhalten werden. Die Frage klingt immer wieder indirekt an, die Frage des Züchtigungsrechts von Kindern und Jugendlichen. Dann ist ein Text drinnen, die, über die verrohte Jugend, wo dann in einer geradezu absurden Weise in einem Artikel des Anzeigers klargestellt wird, das sind alles Missverständnisse, die ist überhaupt nicht so verroht, aber dann dahinter ist dann sofort wieder ein Artikel, wo es drauf geht, seit man die Kinder nicht mehr hauen kann, funktioniert das nicht mehr. Also das ist ein Aspekt, wo meines Erachtens sozusagen in Überbaufragen die Ängste, jetzt bricht tatsächlich diese Ordnung zusammen und nicht darum, nicht deswegen jetzt, weil alle wählen dürfen, weil auch die Frauen wählen dürfen, sondern die Erziehungsfrage ist, glaube ich, eine ganz zentrale in den Emotionen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist beim Durchschauen der Texte.
Vielleicht nur kurz zunächst zu dieser Dienstbotenordnung. Ja. Also es besteht, und daran sieht man eben auch die Ängste, dass sich Gesellschaftsordnungen ändern, dass die am Zusammenbrechen sind, die gewohnten Ordnungen. Es besteht aus zumindest katholisch-konservativer Sicht ein wesentlicher Unterschied zwischen Arbeiten und Dienen. Mhm. Also selbst wenn man auf der einen Seite das Erstarken der Arbeiterrechte beobachtet, mhm, dann ist es das Erstarken der Rechte von Dienstboten noch einmal ganz eine andere Geschichte. Und man sieht auch, dass es dann auch sehr lange dauert, bis sich dort was tut. Es gibt dann 1920 ein neues Hausgehilfengesetz, also dann verabschiedet man sich schon einmal sprachlich, zumindest von der Dienstbotengeschichte. Aber auch das bringt nur ganz minimale Veränderungen zunächst einmal. Also das dauert sehr lang, bis man von diesem Klassendenken sich verabschiedet. Vielleicht zum Züchtigung kannst du noch mal was sagen oder der Erziehung. Ja, nur noch als Anmerkung, also ich kann Sie beruhigen, der Doppeladler auf der Hofburg in Innsbruck ist also mit viel Geld unter Ägide des Denkmalamtes natürlich längst wieder anmontiert. Richtig. Also richtig. Keine Sorge. Gerade jetzt sind die Renovierungsarbeiten der Fassade abgeschlossen. Und wenn Sie heute im großen 60 Millionen Haus der Musik in Innsbruck sitzen, dann hat man, glaube ich, wunderbaren Blick auf den neu, frisch zum 100 Jahren Republik renovierten, mit Kunstschmiedearbeit feinster Klasse wiederhergerichteten Doppelaura. Also insofern. Wobei ich in dem Fall skeptisch bin, weil ich meine, was weg ist, ist weg. Also das Wiederanbringen des Doppeladlers seitens der Republik mit viel Geld, da habe ich ernsthaft meine Bedenken, weil ich sage, die Geschichte ist so, also alle diese, das Goethehaus in Frankfurt, das ist zusammengehauen worden. Dieses Schloss, das man jetzt in Berlin wieder gebaut hat, im Zentrum, das ist weg gewesen. Das haben die Deutschen selber versemmelt, weil, und dann haben sie dann die Engländer und die Amerikaner zusammengehaut, und es gab eine wirklich großartige Lösung kurzfristig. Da haben nämlich die Befürworter des Wiederaufbaus des Schlosses haben so eine große Sperrholzfassade mit, weiß ich nicht genau, 10 Meter hoch und 50 Meter lang aufgestellt, und die ist im rechten Winkel auf den von der DDR aufgestellten Palast der Republik gestoßen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das genau wäre die Lösung. Sie sagt uns, das haben wir gehabt, was da im Sperrholz sichtbar ist, das haben wir gehabt, das haben wir aus eigenem verspielt. Dann ist der Palast der Republik entstanden, den wollen wir zwar nicht mehr jetzt, aber da steht er jetzt. Und jetzt stoßen diese zwei historischen Phänomene aufeinander, und das ist deutsche Geschichte. Das wäre für mich eine geniale Lösung gewesen. Und jetzt haben sie depperterweise die Barockfassade, die Rokoko-Fassade vom 18. Jahrhundert wieder aufgebaut. Es schaut so skurril aus in Berlin. Also insofern kann man, jetzt ist er schon wieder drauf, aber für mich wäre er wurscht. Ja, man könnte es auch sozusagen als symptomatisch bezeichnen. Wir haben ja heute den Film von der Ausrufung der Republik gesehen. Und das Auffallende ist, dass der nächste Film von der Republikfeier 1919, der funktioniert schon ganz anders. Da ist also schon ungeheuer viel Militär zu sehen. Und es gibt dann aus dem Jahr 1923 einen Film, wieder einen Stummfilm, über eine militärische Feier in Tirol. Und da marschieren schon ungeheure Massen von ehemaligen Kaiserjägern wiederum auf. Obwohl 1918 auch das Ende dieser K&K-Elite-Eingreiftruppe bedeutet hat. Also wir sehen im öffentlichen Raum, also der Doppeladler 100 Jahre später ist nur mehr sozusagen ein leichter Hauch von dem, was sich unmittelbar nach der Republikgründung in Tirol
an öffentlichen bzw. bildhafter Manifestation des Alten abspielt. Das zum einen und zum anderen, also die Frage der Erziehung begleitet ja die österreichische Gesellschaft, die österreichischen Kinder bis in die Zweite Republik. Wenn man an die großen Reformen in den 1970er Jahren denkt. Und wir haben versucht zu dokumentieren die Spuren einerseits des Krieges, aber andererseits eben unter anderem mit diesem doch sehr, aus meiner Sicht, sehr guten Polemik von Kuh gegen das neue republikanische Lesebuch, wo er also sehr viel vom Alten noch feststellen kann, wo also das Ergebnis nicht der Demokrat oder die Demokratin ist unter Umständen, sondern die aufrechte Österreicherin oder wahrhafte Österreicherin oder der wahrhafte Österreicher. Wobei, weil Sie erwähnt haben, diese Meldung von den Forderungen der Linzer Mittelschüler, das ist zum Beispiel eine Meldung, die ist durch die gesamte Presse in Österreich gegangen. Die findet man in jedem Bundesland, findet man diesen Text. Und das heißt, das war eine Sensation. Das war eine Sensation und es war auf, das ist ja der große Wert aus unserer Sicht auch gewesen, dieser Zeitungsartikel in vielen Fällen, dass also ganz konzentriert durch die politischen Umstände bedingt natürlich Nachrichten transportiert worden sind, die aus dem Rückblick sehr viel Information enthalten und sehr gute Aussagen zulassen über diese Zeit. Und gerade diese Forderungen, wenn Sie also die freien Redeübungen an die freien Redeübungen denken, es hat da eine Textversion gegeben, wo also darauf hingewiesen worden ist, dass der österreichische Bundeskanzler ja auch der gegenwärtige Mittelschulreife hat und größte Probleme mit den freien Redeübungen hat, mit seiner Sprach- und Message-Politik. Sprich, es lässt sich also aus diesen kurzen Zeilen auch heute noch sehr viel herauslesen. Allerdings, speziell in Tirol ist es sicherlich so, dass ein zentraler Kampf dann in den 20er Jahren war, den Einfluss der Kirche auf die Schule zu brechen. Das war zum Beispiel etwas, was in München nach der Revolution ebenfalls ein großes Thema war, inwiefern kann die katholische Kirche auf den Schulunterricht zugreifen. Sie müssen bedenken, es hat also das Lehrerinnenzölibat gegeben, man hat also Volksschullehrerinnen vorgeschrieben, zölibatär zu leben. Und das hat sich auch natürlich in Tirol abgespielt, diese Auseinandersetzung, dass also diese, man muss sich das vorstellen, im Dorf die Macht des Pfarrers nicht nur am Sonntagvormittag in der Kirche, sondern die ganze Woche über in Bezug auf den Unterricht der Kinder. Und es gibt also noch genug Leute, die noch in der Zweiten Republik davon berichten, eine Lehrstelle war zu bekommen, wenn man in Religion einen Einser gehabt hat. Alles andere war irrelevant, der Einser in Religion war entscheidend für den Erhalt einer Lehrstelle am Land. Es hat auch wenig gegeben in dem Kulturkampf der Ersten Republik, überhaupt in der Auseinandersetzung zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten, was die christlich-soziale Seite so empört hat, wie die sozialdemokratischen Schulreformen in Wien unter Glöckl. Also das war es, was als ganz besonders empörend von den Sozialdemokraten, die Kinder werden gottlos gemacht, von den Christlich-Sozialen aufgenommen worden ist. Ein letzter Hinweis auf den Film, den wir gesehen haben, der ein Musterbeispiel dafür ist, wie uns Bilder in die Irre führen. Das einzige Transparent, das wir gesehen haben, ist hoch die Sozialistische Republik und die Fahne, wo nur mehr der rote Streifen da ist und das Rot-Weiß-Rote fehlt. Und man glauben möchte, dass dieses geschichtsmächtig geworden sei, was es aber nicht ist. Die haben im richtigen Augenblick auf der Rampe das Transparent entfaltet und die Fahne gehabt. Aber de facto
könnte, wenn man das sieht und den Kontext nicht kennt und die Geschichte nicht kennt, könnte dieser Filmausschnitt absolut irreführend sein. Das fand ich interessant daran, wie man mit Zeitungsausschnitten als Quelle kritisch umgehen muss, genauso wie man mit, was jeder Geschichtsstudent im ersten Semester lernen sollte, muss man auch mit Bildern kritisch umgehen und sie in den Kontext stellen, weil das kann irreführen. Das muss man natürlich dazu sagen, dass diese Zeitungsausschnitte willkürlich erstens ausgewählt von uns wurden, zweitens keineswegs eine Realität dieser 14 Tage oder eine allgemeingültige Realität dieser 14 Tage im November 1918, das ist nun einmal der Zeitrahmenwort, den wir uns abstecken mussten, sonst wären es vielleicht 350 Zeitungsausschnitte geworden, aber dass das nicht abbildet, dessen muss man sich bewusst sein, sondern deshalb habe ich auch vorhin gesagt, es war eine Spurensuche, es war ein Nachschauen, was zwischen oder was aus ein paar Zeilen man herauslesen könnte vielleicht und jemand anderer, der es liest, liest vielleicht auch was anderes. Naja, ich habe das ja auch sozusagen ganz korrekt gemacht. Ich habe die Quelle genommen und habe die Quelle kritisch kommentiert. Genau das ist sozusagen geradezu schulbuchhaft das richtige Vorgehen. Wer von Ihnen will an unserem Gespräch teilnehmen? Bitte sehr. Nur kurz zu dem Film und Ihre Interpretation. Ich habe immer gefunden, das muss ein sympathisierender Kameramann gewesen sein. Ich habe es so gesehen, dass es eben als Sieg dargestellt wird, der sozialistischen Seite. Ja, also ich bin auch auf die Idee schon gekommen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber auf der anderen Seite, der Blick von unten geht auf die Rampe. Und die haben sich oben auf der Rampe mit dem Transparent hingestellt. Das heißt, sie haben den strategisch günstigsten Platz gewählt. Wenn ich von unten auf die Rampe hinauf filme, es gab ja nur die zwei Blickwinkel, von oben herunter, da sieht man, wie unglaublich viele Leute da waren, und von unten hinauf auf die Rampe, und genau da ist dieses... Wobei ich nicht weiß... Auch das wissen wir nicht, wie lang das Transparent dort oben entfaltet war. Ob es dort oben zu einer Rauferei gekommen ist und das schnell wieder, ob der Kameramann bewusst genau diesen Moment gewählt hat. Es gibt, ich weiß nicht, möglicherweise gibt es eine Untersuchung, ich kenne sie nicht. Bitte. Dieses Bild ist auch im Wien Museum bei der jetzigen Ausstellung. Ja. Und da steht auch, dass es ganz lang das Transparent eben der Kommunistischen Partei zugeschrieben wurde, es ist aber nicht. Also es ist zwar die Fahne, das weiß man ja, aber das Transparent selber ist eigentlich ein sozialdemokratisches. Steht extra im Wien-Museum dabei bei dem Bild vor. Aha, ja. Das ist mir neu. Aha. Es gibt einen Text von das heißt, dass das Transparent von sozialdemokratischer Seite... Genau. Es ist lang den Kommunisten zugeschrieben worden, weil es diese Fahnenaktion war, ist aber nicht, sondern... Aha, ist, es gibt im Buch einen Text... Ja, gerne. Entschuldigung, es gibt den Text von Peter Birker, der sich damit beschäftigt hat. Der Peter ist heute da, vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Ich würde das auch so interpretieren, wie die Kollegin das gerade ausgeführt hat, dass das Transparent tatsächlich kein jetzt Transparent einer kommunistischen Gruppe gewesen ist. Dass es aber sozusagen Versuche gegeben hat, von verschiedenen Gruppen sich dort günstig zu platzieren, das ist völlig klar, und auch die Leute von der Roten Garde, die sind, haben sich dort strategisch positioniert, wo die Fahnen aufgehängt werden hätten sollen. Was aber an diesem Film besonders interessant ist, ist ja, dass die Tumulte und die Auseinandersetzungen, die es dort gegeben hat, ja mit keine Sekunde lang gezeigt werden. Ja. Also was die Zuseher in Tirol und in anderen Kinos in Österreich zu sehen bekommen haben, war der Eindruck von einer völlig friedlichen Veranstaltung, von einer friedlichen Kundgebung, und die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, die sind ja fast passiv. Ja. Also wenn man sich sozusagen vorstellt, Ausrufen der Republik, das könnte ja sozusagen auch ein Freudentag sein. So, ja. Also wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich eigentlich gewundert, warum sind die alle so ruhig? Ja. Wieso ist das so,
so statisch. Ja. Und es hat natürlich dazu damit zu tun, wann welche Bilder aufgenommen worden sind und wie das dann auch geschnitten worden ist. Und die Bilder der Tumulte, die es dort gegeben hat, und auch die Tote, das ist da alles nicht zu sehen. Aber ein bisschen was zur Stimmung, das war nämlich auch da. Es waren die Gasthäuser geschlossen, damit ja keine Betrunkenen entsteht und dass eben das nicht überschwappt war ein Teil auch der Aussage. Ja? Gasthäuser waren zu einer relativ lang schon vorher geschlossen, ich glaube sogar schon die Nacht vorher, möchte mich da aber jetzt nicht versteifen, vielleicht auch nur den Tag, ja. Damit sie eben die Leute nicht besinnungslos besaufen, um es direkt zu sagen, und da irgendwie ja. In dieser Masse was passiert. Ah, jetzt kann man, was den mangelnden Jubel betrifft, gibt es, glaube ich, schon einige Argumente. Erstens der verlorene Krieg, zweitens diese unglaubliche Not, die in der Zeit geherrscht hat, und drittens, das darf man bitte nicht vergessen, es ist die absurdeste Staatserklärung, die es in der Geschichte je gegeben hat. Da wurde proklamiert am 12. November, Österreich ist eine Paragraph 1, es sind nur zwei Paragraphen mitgeteilt worden. Paragraph 1, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Paragraph 2, Österreich ist Bestandteil der Deutschen Republik. Das heißt, in Paragraph 1 ist ein neuer Staat gegründet worden und in Paragraph 2 ist er wieder abgeschafft worden. Also so eine Staatsgründung hat es ja nirgendwo je wieder gegeben. Und das mag für die Leute, die das gehört haben, auch wieder schon etwas relativ Verwirrendes gehabt haben, dass in Paragraph 2 der Staat sofort wieder abgeschafft wird. Ja, vielleicht kurz noch zum Film. Also ich muss sagen, selten so entspannte Bilder, wenn es um einen offiziellen Anlass gegangen ist, gesehen. Die Einwände der Inszenierung der Bilder, die sind natürlich absolut richtig. Aber ich würde wirklich empfehlen, wenn Sie es interessiert, schauen Sie sich den Film von einem Jahr nach der Republikgründung, die offiziellen Feiern an. Dann sehen Sie, wie militärisch schon alles vonstatten geht. Es werden zwar Bildtafeln eingeschnitten, nieder mit den Habsburgern, das war ja dann immer noch ein Thema, die Bedrohung durch das alte System, das hat man auch zelebriert. Und für jemanden, der aus Tirol kommt, also ein offizieller Anlass, wo nicht Schützen zumindest aufmarschieren und Blasmusikkapellen, also ganz stark Marschmusik, Militärisches, also sowas Entspanntes werden Sie in Innsbruck selten erleben, also nicht vor 100 Jahren und nicht vor 10 Jahren, so eine entspannte Demonstration, wo Menschen rauchen, mit Hüten grüßen, wo man Frauen, Soldaten, Kriegsverletzte bunt gemischt durcheinander findet und das zu einem Anlass, zu einem historischen Anlass. Und das mag vielleicht auch der Grund gewesen sein, warum dieser Film dann so schnell eben, das war eben das Phänomen, das uns interessiert oder erstaunt hat, dass der am 17. November bereits in Innsbruck im Kinoprogramm, in einem Kinoprogramm, das noch vom Krieg geprägt war, von Kriegsfilmen, gezeigt wird. Leider gibt es keine Informationen, wie viele Leute dort hingegangen sind, aber ich kann mir vorstellen, in der Situation, wenn ich das sehe, diese Massen, die in Wien die Republik gründen praktisch, weil man sieht ja keine Politiker, die Reden halten, sondern man sieht ja nur diejenigen, die die Republik ausmachen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon seine Wirkung gehabt hat, weil die ganzen Phänomene, die diese Zeit begleitet haben, also die Doppeladler, das Herunterreißen der Kokarden, das Ersetzen, dann die ganze Frage, wer ist überhaupt Staatsbürger dieses neuen Staates, war ja völlig ungeklärt. Insofern finde ich den Film äußerst wichtig, dass man den sieht mit all seinen Implikationen, was den Schnitt und die Kameraperspektiven betrifft. Mir ist jetzt eingefallen, ich habe einen Augenzeugenbericht je gekriegt von der Ausrufung der Republik, und das ist etwa 20 Jahre her, nicht länger, von einer damals jungen Frau, die war schon 20 oder eine Spur drüber, die Architektin Schütte-Lihotzky, die 96 oder 98 geboren ist und die damals 20 Jahre alt war und oder gut 20 und dabei war.
und mir erzählt hat, dass sie glücklich war. Und das hat sie mir aber zu Ende dieses Jahrhunderts erzählt, als sie etwa 100 Jahre alt war. Und ja, also eine merkwürdige Geschichte, wenn man von einem Augenzeugen, einer Augenzeugin in dem Fall, die als Erwachsene daran teilgenommen hat, dann die Schilderung kriegt, wie das gewesen ist. Wobei, es hat ja, ich glaube, es hat einen Toten gegeben, wenn ich es recht im Kopf habe. Aber es hat was gegeben, aber fast nichts. Also, und das wurde im Großen und Ganzen nicht registriert. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich weise noch darauf hin, was mir besonders gut gefallen hat, ein Inserat. Da bietet jemand an, Kriegerdenkmal für Zimmer. Also das hat schon etwas, das hat auf der einen Seite etwas Komisches, auf der anderen Seite aber natürlich etwas unendlich Tragisches, wenn es ein Bedürfnis gegeben hat, allenfalls für den Ehemann, Vater, Sohn, was immer, so ein kleines Kriegerdenkmal fürs Zimmer sich zu besorgen. Also es ist diese ganze Zweischneidigkeit des Tragischen und des Absurden, die sich in so zugespitzten Situationen, wie es der November 18 gewesen ist, die zum Ausdruck kommen, die findet man dann natürlich in solchen Texten, wo Zeitungsausschnitte als Quelle drin sind, findet man das natürlich. Ja, wenn, bitte. Sie haben diesen großartigen Aufruf der Schüler in Linz erwähnt und der durch alle Zeitungen gegangen ist, und das eine Sensation war, war es auch ein Skandal? Schon. Ist das von den Zeitungen als skandalös empfunden worden, diese Unbotmäßigkeit? Also im allgemeinen Tiroler Anzeiger ist es auf alle Fälle kommentiert, und zwar ja, mit den in Klammer gesetzten Worten, auch ein Zeichen der Zeit. Also ja, die Forderungen stehen mit Anführungszeichen. Ja, also in dem Kontext, den wir aus dem Tiroler Anzeiger entnehmen können, ist es für dieses Milieu sicherlich ein Skandal gewesen. Ja, und für das gesamte bürgerlich-konservative, christliche Milieu war es ganz bestimmt ein Skandal. Bitte, Sie wollten. Ich habe noch eine Frage. Auch vom Wien-Museum, da gibt es ein Bild, wo der Kaiser Karl in Innsbruck einfährt, die Leute dort noch jubeln, recht spät. Unser Guide hat erzählt, in Wien wäre das Schlamm untergegangen. Dort haben die Leute noch gejubelt. Jetzt würde ich gern wissen, war Tirol grundsätzlich mehr pro Habsburg? Oder war das, ich meine, ihr habt viele Täler, die Bauern sind irgendwo sowieso für sich. War das Leiden auch wurscht, irgendwo im tiefsten Tal? Habt ihr da irgendwelche, drücke ich mich klar aus? Weil ich bin Burgenländerin, ja. Für uns war es überhaupt ganz anders. Ne? Aber dadurch, dass es ja das Landlibell gegeben hat, 1511 oder so, freien Bauern, die sozusagen natürlich auch das Land selbst verteidigen, aber freie Bauern sind, war das nicht so ein Untertanen. Ja, das denke ich ja, im Sinne von Hörigkeit auch der Obrigkeit gegenüber, zumindest bei den Bauern. Das hat jetzt nichts mit den sozialen Verhältnissen, den Knechtschaften zu tun. Und vielleicht war es eher wurscht. Oder ja, das meine ich ja. Es gibt eine ziemlich ausführliche politische Biografie von Lueger im Zusammenhang mit der Christlich-Sozialen Partei, die dann über den Tod hinaus mit der Christlich-Sozialen Partei sich befasst. Und in dieser Biografie eines US-amerikanischen Historikers geht es auch darum, die Haltung der Christlich-Sozialen Partei in diesen Novembertagen, soll man Monarchie bleiben? Ja. Seipel, ich bringe es halt mit den Namen so durcheinander. Seipel war ja da durchaus nicht ganz eindeutig innerhalb der Christlich-Sozialen Partei.
Und da geht aus dieser Biografie und aus dieser Forschungsarbeit geht hervor, dass also die Sympathie für die Monarchie und für Habsburg gerade unter der Bauernschaft nicht besonders groß war, sodass also die Tiroler Christlich-Sozialen in dieser Situation vor der Republikgründung ja einen Tiroler Nationalrat gründen. Ja. Man hat also sozusagen sich vorbehalten, es ist unklar, wie es weitergeht, daher gründen wir einen Tiroler Nationalrat und alle öffentlichen Verlautbarungen auf Behördenebene sind immer verbunden, der Tiroler Nationalrat gibt bekannt. Und in dem waren vertreten aufgrund der letzten Wahlen 1911 eben Sozialdemokraten, Deutschfreiheitliche und Konservative. Und wenn man sich anschaut, die Politik des Herrn Schöpfer, der also diesen Tiroler Anzeiger gegründet hat und ein Medien, also ein, heute würde man sagen, ein christlich-sozialer Medien-Tycoon gewesen ist in Nord- und Südtirol, dann war das auch ein Mann, der ziemlich schnell realisiert hat, dass für Habsburg und für diese Geschichte nichts mehr herauszuholen ist. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene hat sich dann in der Ersten Republik und dann natürlich auch in der Zweiten Republik das Zelebrieren einer gewissen Nostalgie natürlich erhalten. Wenn Sie bedenken, also das Land Tirol hat 25 Millionen Euro für ein Sammelsurium am Berg Isel ausgegeben, wo also dieser Kaisertreue und den Kaiserjägern sozusagen ein Ehrengebäude, ein Ehrenhaus gesetzt worden ist. Das fungiert eher so mit der Kategorie Skurrilität. Ja, was da natürlich auch eine ganz große Rolle spielt und auch in der Zeit dann nach 1918 oder nach dem November 1918 eine große Rolle spielt, ist diese ganze Andreas Hofer Mythisierung und Geschichte, also die Geschichte von der Wehrhaftigkeit der Tiroler und so, die ja letztlich nicht erfolgreich war. Aber da schon dann den Gegensatz zum verräterischen Wien sozusagen. Und das wird alles auch wieder dann hervorgeholt, als es dann um die Friedensverhandlungen geht, um die drohende Teilung Tirols geht und so. Also da wird immer wieder auch Andreas Hofer beschworen, gerade jetzt im Tiroler Anzeiger. Und so daran erinnert an die Wehrhaftigkeit der Tiroler. Und da verschweigt man aber, dass die eben nicht erfolgreich war, interessanterweise. Aber das nur hinzufügend, ohne jetzt beurteilen zu können, wie groß oder nicht groß die Kaisertreue in den Tälern war. Danke. Zur Sibylle, weil du gesagt hast, untertänig. Mit dem Begriff wäre ich gerade, was die Tiroler Bauern betrifft, vorsichtig. Weil, soweit ich das beurteilen kann, ist in Tirol eine ganz andere Art von selbst, die sind zwar sehr christlich, aber darüber hinaus eine ganz andere Art von Selbstständigkeit, wenn du das vergleichst mit Niederösterreich. Das meine ich, das eben nicht untertänig. Ah ja, nicht untertänig, richtig. Also habe ich missverstanden. Gut, habe ich missverstanden. Das Nicht habe ich genutzt. Das Untertänige, ja, das Untertänige ist in Ostösterreich viel stärker. Ah ja, alles klar, sind wir uns einig. Sind wir uns einig. Nein, ich bin ja schwerhörig. Ich weiß das drin. Gut, in diesem Sinne, danke für das Gespräch. Das ist das Buch. Die Herausgeber entwerten es durch ihre Unterschrift, wenn sie es sich besorgen. Und danke Vielen für Dank. Das Gespräch. Danke. Und danke für Ihr Interesse.